Heute begrüße ich einen Gast, Simon Holdener. Herzlich willkommen, Simon. Ich freue mich, bist du da. Simon ist Inhaber dieses Zentrums hier, ein Fitness-Sportzentrum. Es heißt Pure Fitness. Es liegt in der Stadt Bern, mitten in der Schweiz. Simon ist auch Konditionstrainer bei Sportvereinen, professionellen Sportvereinen und wahrscheinlich noch vieles mehr. Selber aktiv Sportler. Heute geht es um Fragen des Sports und ich bin wirklich sehr dankbar, dass du dir Zeit nimmst. Erste Frage, Simon. Was ist der Unterschied zwischen einem Spitzensportler und einem Anfänger? Wie muss man sich aufbauen? Herzlichen Dank dir, Heinz. Also, es freut mich, mit dir zu sprechen. Grundsätzlich denke ich, ist der Spitzensportler natürlich intrinsisch viel höher motiviert als der Anfänger. Der Anfänger braucht immer wieder von außen Impulsen. Und das ist sicher ein Hauptunterschied, dass der Spitzensportler eben eine sehr hohe intrinsische Motivation besitzt. Aber nachher, das Training selbst ist praktisch gleich. Wenn ich jetzt beginnen möchte, bei dir zu trainieren. Also ja, jetzt im Fitness, wo ganz klassische Kunden, da ist es halt oft so, dass natürlich der Load oder der Umfang viel, viel kleiner ist und sie müssen eine Konditionierung wieder erlernen. Und das ist vielleicht im Beginn einmal oder zweimal die Woche und ein Spitzensportler, der ganz klar ein Ziel verfolgt, vielleicht sogar im Ausdauersport, ist natürlich viel, viel, viel mehr Volumen, Trainingsvolumen. Aber die Übungen sind die gleichen? Ja, es kommt ganz darauf an, ob es jetzt ein Ausdauerathlet oder eben ein Kraftsportler ist oder ein Ballsportler. Ich denke, gerade jetzt ein Spitzensportler in einer Ballsportdisziplin braucht natürlich sehr ein spezifisches Krafttraining, das ja eine Zulieferung darstellt für das, was dann auf dem Feld oder an seinem Arbeitseinsatz gefordert ist. Wie soll sich ein Sportler ernähren? Das wird ja immer wieder, ist das ein Thema, oder? Und es ändert auch. Ne? Früher hieß es Kohlenhydrate. Wie siehst du es heute? Also ich versuche immer, das Ganze auf drei einfache Punkte runterzubrechen. Klar, jeder steht an einem anderen Ausgangspunkt, weiß vielleicht mehr Wissen vorhanden oder nicht. Ich versuche einfach immer darauf hinzuweisen, qualitativ hochwertig sich zu ernähren, dann wenig Lebensmittelveredelung und sehr ausgewogen saisonal. Und ich finde, wenn Sie das wirklich konsequent verfolgen und sich auch schon oft fragen, ja, ist das, was ich esse, ist das qualitativ hochwertig? Hat es eine hohe Lebensmittelveredelung, viele Zusatzstoffe? Und ist es abwechslungsreich, gerade im Fitnessbereich, wo es sehr oft sehr einseitig wird, nur Shakes oder nur Reiswaffeln oder was auch immer, oder Shells, finde ich immer eine Ausgewogenheit sehr, sehr zentral. Wie siehst du? Was machst du? Ja, das ist für mich auch nicht abschließend zu beantworten. Es ist die Frage, früher, eben wie ich schon gesagt habe, hieß es, Ausdauersportler brauchen sehr viel Kohlenhydrate. Heute gibt es die Theorie der ketogenen Ernährung, gerade auch im Ausdauersport, ohne Kohlenhydrate. Ehrlich gesagt, ich bin noch da nicht ganz schlüssig, was besser ist. Darum nimmt mich deine Erfahrung wunder. Also jetzt im Spitzensport ist meine Erfahrung immer noch mit komplexen Kohlenhydraten, natürlich mit viel Variation. Ich bin nicht fixiert auf keine Brote, wenig, nur kein Getreide, wenig Weizen. Also ich finde immer wieder eben der Qualitätsanspruch ist sehr wichtig und dass es eben nicht nur Füllstoffe sind, sondern eben auch Lebensmittel und Nahrungsmittel, die gut sind. Ein Sportler muss ja gesund bleiben. Hast du spezielle Vorschläge, wie man das Immunsystem stärken kann? Sport selbst ist immunstärkend, aber was soll man essen oder zuführen noch? Ich denke eben, es ist auch wieder sehr, sehr unterschiedlich, auf welcher Stufe. Aber wenn ich jetzt, nehme ich jetzt das Beispiel von den Eishockey-Profis, die sind mir halt nahe, weil ich sie tagtäglich sehe. Und
dort finde ich, es ist so wichtig, einfach sie zu lernen, dass sie robust und stabil und ein gutes Immunsystem aufbauen wollen zur Prävention. Oder? Aber was gibst du ihnen konkret? Und dann konkret ist es, dass ich versuche, also dass wir Bluttests machen und dann natürlich eben eine qualitativ hochwertige Nahrung mit sehr viel Gemüse, vielen Keimen, also viele Samen und Sprossen, einfach wirklich viele Vitalstoffe schon in einer guten Grundversorgung und dann natürlich auch Supplemente von Mikronährstoffen und sekundären Pflanzenstoffen, ja, wie du sie natürlich auch kennst. Also dann für mich wäre es zwingend bei hohe Zusätze von Vitamin D, Omega 3, ja. Zink supplementieren, Aronia. Das machen deine Profis. Omega 3, ja. Aminosäuren, ja. Das machen sie alle. Ja. Manchmal wieder etwas weniger konsequent, aber ja. Da bin ich permanent dran. Ja. Machen sie das, weil das vom Club her erwartet wird oder vom Coach? Oder ist das deine Aufgabe als Konditionstrainer? Oder ist das allgemein bekannt heute, dass man sich so ernähren soll? Ja, also es gibt sicher schon auch noch Entwicklungspotenzial in der Schweiz. Ich denke, viele Norden sind sie weiter. England im Fußball und Deutschland in der Bundesliga. Aber jetzt bei uns in Fribourg oder ja, im Eishockey, da spreche ich viel mit den Ärzten und mit unseren Köchen und versuche das Laufen zu verbessern. Und die Spieler sehen ja auch dann, dass sie robuster sind, dass sie vielleicht weniger Open Windows, weniger Infektionen und einfach stabiler sind. Ja. Beim Sportler sind ja die Muskeln das Wichtigste. Ja. Gibt es da bestimmte Nährstoffe oder Vitalstoffe, Zusatzstoffe, die speziell die Muskulatur stärken? Also ist klar, dass sie natürlich die essentiellen Aminosäuren, die müssen vorhanden sein. Wenn der Körper die nicht selber produzieren oder nur bedingt produzieren kann, müssen sie es zuführen. Und das wäre sicher zentral. Und eine gute Versorgung mit Magnesium ist auch völlig elementar. Dann kommt es natürlich sicher auch darauf an, wie oft waren Sie auch jetzt in einer hohen Laktatproduktion. Müssen Sie regenerativ das auch alles wieder raustransportieren. Ich versuche in der Regeneration auch viele andere Sachen mit Eisbädern und Kompressionen und basischen Bädern. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Ja. Ein anderes Problem ist die Lunge. Bei mir, ich wollte früher mal Radrennen fahren. Top. Aber mein Problem war die Lunge. Ich hatte die Beine, wollte noch, aber ich hatte keine Luft. Kann man die Lungenkapazität verbessern? Ja, bin ich schon überzeugt, dass es geht. Auch natürlich jetzt, ich bin vor allem in Ballsportarten, da ist irgendwo das VO2 Max dann auch nicht der absolute Erfolgsfaktor. Und ein VO2 Max von 62 oder so reicht völlig aus. Klar, im Langlauf oder im Radfahren müssen es dann 80 sein, oder? Und dann ist es dann sicher genetisch gegeben. Ja. Aber hast du Trainingsmöglichkeiten, um die Lunge zu verbessern? Wir arbeiten auch mit Sauerstoffgeräten oder dann natürlich Höhentrainings für das Lungenvolumen oder die Atemkapazitäts-Hämoglobin-Produktion. Ja. Aber ich habe es nicht oft in der Tätigkeit, ich begleite nicht so viele Ausdauerathleten. Aha, okay. Ich hatte mal so Kontakt mit einem Gerät, das heißt Spiro Tiger. Kennst du das? Weil da trainiert man die Atemmuskulatur. Ich habe keine Erfahrung damit, du auch nicht. Weil das soll wirklich die Kapazität der Lunge verbessern. Ich, wie gesagt, für meine Haupttätigkeit in den Spielsportarten, die Tendenz dort ist alles ist nur noch hochexplosiv, sehr rasch und schnell und es führt nicht mehr über ein hohes VO2 Max, respektive hat es zu viele Nachteile, so viel Zeit in ein höheres Atemvolumen zu stecken. Mhm.
Kannst du noch etwas sagen, wie man seine Leistung noch verbessern kann, wenn jetzt ein Sportler bei 98% ist und er wird immer Zweiter? Kann er jetzt noch etwas tun, um einmal zu gewinnen? Ja, ich denke, er müsste sicher eine saubere Analyse machen, wie trainiert er überhaupt. Mhm. Ich persönlich finde, dass viele Trainingsreize, also ein Training eben als Trainingsreiz, einfach oft zu chronisch gleich ist, keine gute Periodisierung und oft vielleicht eben auch falsche Reize, die dann gar nicht den gewünschten Output ergeben. Und jetzt sage ich, der Durchschnittsmensch, der, wenn er Ausdauer betreibt, einfach oft viel zu exzessiv, viel zu intensiv. Mhm. Und da gibt es wenig Adaptation und Verbesserung. Also man kann in ein Übertraining kommen? Vielleicht nicht nur ein Übertraining, aber ich bin gar kein Fan von, sagen wir jetzt eben, ein Laie, der geht 40 Minuten joggen und weil er das nur zweimal in der Woche macht, macht er das hochintensiv, nah an der anaeroben Schwelle und bildet viel zu viel Säure eigentlich. Das Laktat, das Ruhelaktat ist auch viel zu hoch und er trainiert es auch nicht ab und dann, das hat zu viele negative Effekte. Mhm. Natürlich hat das auch positive Effekte, aber grundsätzlich in zu hohen, intensiven Trainingszonen, das ganze HIIT wird auch völlig gepusht medial, also High-Intensity-Trainings. Ja. Und es ist viel Hype, aber rein für die Zelle eigentlich aus meiner Sicht oft nicht zielführend. Also das heißt, du bist eher dafür, lange Zeit im aeroben Bereich zu trainieren? Ich finde, es hat seine Berechtigung, ab und zu auch hochintensiv trainieren, aber dann soll es über der anaeroben Schwelle sein, es soll kurz sein, sage ich jetzt im Laienbereich, aber weil das so hart ist, macht es gleichwohl niemand und im Low-Bereich arbeitet sie auch nicht, weil sie finden dann, sie haben ja gar nichts geleistet. Sie machen sich eigentlich in dieser Zone, in dieser toten Zone absolut kaputt, weil sie ja etwas geleistet haben wollen. Aber eine richtige Grundlage besitzen sie nicht und die absolute Leidensfähigkeit besitzen sie auch nicht. Und deshalb müssten sie aus meiner Sicht, natürlich der Bewegungsapparat muss auch mitmachen, ist klar, es gibt viele Kriterien auch dazu. Und ich verstehe schon, wenn man nur bedingt Zeit hat, man sich oft eben auch physisch zerstören will. Mhm. Man hat dann das Gefühl, man hat etwas geleistet und es gibt ja jetzt eine Adaptation, die mich auf ein höheres Ausgangsniveau bringt. Aber das, finde ich, ist oft ein großer Trugschluss und rein für die Zelle ein sehr großer Stressfaktor mit wenig Mehrwert. Das war ein erster Teil zum Thema Vorbeugung im Sport. Wir werden einen zweiten Teil anschließen. Ich bedanke mich, Simon, für den Moment und bleib dran, es geht weiter.